Hey Leute, willkommen auf dem Kingston YouTube-Kanal. Wer kennt es nicht, es ist wunderschönes Wetter und man will eine Runde grillen, ins Freibad gehen oder einfach hier im Park chillen. Aber man muss noch etwas für die Schule oder für die Uni tun. Oder jetzt in meinem Fall muss man jetzt beim besten Wetter noch ein Video schneiden. Und natürlich verkrieche ich mich jetzt nicht ins letzte Kämmerlein, sondern nehme einfach meine Sachen mit und schneide meine Videos unterwegs. Und wie genau, das zeige ich euch heute. Ich selbst versuche immer sehr mobil zu sein. Das heißt, dass ich nicht mal einen großen Kamerarucksack mitnehme, sondern dass ich einfach einen Laptop-Rucksack dabei habe, denn da passt alles rein. Zum einen habe ich da mein 12 Zoll MacBook, das ich gerne nutze, weil der Akku so lang hält. Aber das Problem ist bei dem MacBook, dass er nur einen USB-C-Anschluss hat. Und dafür nutze ich dann das hier. Das ist der Nucleum von Kingston und das ist mehr als nur ein gewöhnlicher USB-Hub. Da wäre zunächst mal die Verarbeitung. Das Teil ist sehr robust und auch die Materialien sind sehr hochwertig. Das Gehäuse ist aus Aluminium und fühlt sich richtig Premium an. Dazu ist der Rahmen aus einer Art Kunststoff, wo dann die Anschlüsse drin sind. Es ist eben ein Nutzgegenstand und wird ständig benutzt und bekommt auch hier und da mal eine Schramme ab. Das hat Kingston natürlich versucht, durch die hochwertige Verarbeitung vorzubeugen. Das merkt man auch an dem USB-Kabel, das integriert ist. Es ist äußerst dick ummantelt und ich glaube, das wird deutlich länger halten als alle meine bisherigen Hubs. Was hier auf jeden Fall fehlt, ist ein LAN-Anschluss. Naja, ich bin hier aber auch im Park und genau für dieses Szenario, also für unterwegs, hat der Nucleum definitiv eine ganze Menge zu bieten. Das heißt, zum einen ist da ein USB-Anschluss auf jeder Seite. Also kann man was vom Stick nutzen und gleichzeitig sein Handy aufladen. Weiter gibt es hier Slots für Micro-SD-Karten und normale SD-Karten. Damit bekomme ich dann die Videos aus der Kamera direkt aufs MacBook. Außerdem gibt es hier die Besonderheit, dass ich zwei USB-C-Anschlüsse habe. Denn der eine Anschluss ist für die Daten da, da habe ich zum Beispiel die SSD-Festplatte dran, auf der ich die Videos schneide. Auf der anderen Seite ist ein USB-C-Port, der nur dafür gedacht ist, dass ich noch zusätzlich den Akku laden kann. Und immer wenn ich dann im Park bin, sieht es dann genauso bei mir aus. Ich habe wirklich nur noch mein MacBook dabei und am Nucleum sind dann die SD-Karte und die SSD-Festplatte angeschlossen und schon kann ich loslegen. Zudem ist hier noch ein HDMI-Port. Damit kann man einen Monitor oder Fernseher, der Beamer etc. alles anschließen, um beispielsweise ein WM-Spiel zu streamen. Ich selbst nutze den Nucleum jedes Mal, wenn ich unterwegs meine Videos schneide. Vor allem die beiden USB-C-Anschlüsse und auch der SD-Kartenslot haben sich richtig in meinen Workflow integriert. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video irgendwie weiterhelfen. Ich bedanke mich auch recht herzlich fürs freundliche Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, see ya.